Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich auf das heutige Video sehr, denn ich zeige euch meine Neuzugänge, nämlich aus dem Monat Juli und August, weil im Juli habe ich es versäumt, meine Neuzugänge und meinen Lesemonat hochzuladen. Deswegen gibt es beide Videos diesmal als Zweier, also ich zeige euch direkt beide Monate. Ja, die Neuzugänge sind gigantisch, ich sag's euch, also bringt Zeit mit, nehmt euch vielleicht was zu trinken dazu. Ich werde mich so kurz wie möglich fassen, aber ja, ihr wisst, das fällt mir nicht immer ganz so leicht und ja, ich würde sagen, ich beginne einfach mal, bevor dieses Intro noch ellenlang wird. Fangen wir an mit diesem Buch, Broken Blackness, ich wollte mich gerade schon wieder versprechen, von Yuna Drake. Es ist ein Dark Romance Buch und ich habe es von der Autorin zugeschickt bekommen. Es ist sogar signiert und ich habe es auch schon gelesen. Ich werde jetzt nicht allzu viel zu meiner Meinung sagen, denn dazu kommt definitiv noch eine Rezension online. Und ja, also man kann sagen, es geht grob gesagt um unsere Protagonistin und unsere Protagonistin steckt gerade ziemlich mies fest. Also ja, also sie arbeitet eigentlich in einem Bordell, könnte man auch sagen. Und aber in einem ziemlich fiesen Bordell, was gar nicht nett ist und überhaupt nichts. Und ja, dann kommt es aber irgendwann so weit und sie wird von dem Feind dieses Bordellbesitzers entführt. Ja, kurze Zeit hat sie die Hoffnung, dass sie gerettet wird, aber dieser Mann entpuppt sich als alles andere als ihr Retter. Und das ist so der grobe Inhalt dieses Buchs. Es ist gar nicht dick, 263 Seiten, ließ sich auch super, super schnell lesen. Aber wie gesagt, zu meiner Meinung, ja, kommt ihr dann, werdet ihr dann in der Rezension mehr erfahren. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Ich finde übrigens, das Cover ist wunderschön. Dann musste bei mir einziehen. Jo. Dann musste bei mir einziehen ein Buch, was, finde ich, das schönste Cover dieses Videos hat. Ich bin so unglaublich verliebt in dieses Cover. Ich weiß nicht warum, aber es handelt sich um One True Queen von Stern gekrönt. Ihr seht es gar nicht, aber hier ist es ist so schön. Ich muss erstmal sagen, dieses Mädchen erinnert mich an eine von Game of Thrones. Da ich nur die ersten paar Folgen gesehen habe, kann ich euch nicht sagen, an wen sie mich erinnert. Aber da war eine und ich finde, die sieht so ein bisschen aus wie sie. Aber gut, dieses Buch habe ich im Thalia gekauft und auch das war übrigens signiert. Also es war da signiert zu verkaufen und ich habe es mir gekauft und ja, es geht um Mylene und diese wacht plötzlich in einer anderen Welt auf, weiß nicht, was los ist und alles trachtet ihr in dieser neuen Welt nach dem Leben und dann ist da halt ein junger Mann, denke ich mal, und ja, der beschützt sie halt. Sie weiß nicht, wer er ist oder was er von ihr will, aber er beschützt sie. Und ganz schnell stellt sich heraus, dass sie in dieser Welt gelandet ist, weil sie dort Königin werden soll. Und ja, das ist in dieser Welt, in der es spielt, das Todesurteil. Das ist so der Inhalt. Ich habe es noch nicht gelesen. Es ist übrigens von Jennifer Benkow. Von der Autorin habe ich auch noch nichts gelesen. Aber ich muss sagen, hier war so ein, wie so ein Vorwort oder wie man es jetzt nennt. So viele Bücher und du nimmst ausgerechnet dieses. Ich fand's so cool. Das war einfach so genial. Ich freue mich irre auf dieses Buch und worüber ich mich noch mehr freue. Es ist vom Ravensburger Verlag und nicht dieser blaue Balken. Ist das nicht schön? Es ist sehr schön. Es ist sehr, sehr schön. Wirklich. So, ich werde die Bücher, die ich euch gezeigt habe, jetzt hier stapeln. Dann ist bei mir eingezogen Going Under von S. Walden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch dieses Buch nicht schon gezeigt habe in einem Neuzugänge-Video. Aber gut, ich zeige es euch jetzt nochmal aus dem Vesta Verlag. Ich habe dieses Buch als Rezensionsexemplar bekommen. Und ja, es geht hier um Brooke. Und ja, Brooke ist auf einer kleinen Mission unterwegs, könnte man so sagen. Denn sie ja, findet nach und nach heraus, dass auf ihrer neuen Schule die Mitglieder des Schwimmclubs ein ganz böses Spiel treiben mit den Mädels, ja, was bis hin zu Vergewaltigung reicht. Und unsere Protagonistin ist sehr mutig und möchte das Ganze irgendwie aufdecken und möchte, ja, die Jungs quasi öffentlich entlarven, wenn man das so sagen kann. Und ja, das ist der Inhalt des Buches. Auch hier werde ich euch nicht allzu viel verraten, weil dazu noch eine Rezension online kommt von mir. Da könnt ihr euch dann meine ausführliche Meinung zu dem Buch anhören, die
ja, eine kleine Achterbahnfahrt war, würde ich sagen. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall auch hier sehr, sehr gespannt sein. Dann ist bei mir eingezogen The Light in Us von Emma Scott. Auch das Buch habe ich vom lieben Lux Verlag bekommen. Und ich habe auch schon reingelesen, soweit bin ich schon. Und es geht um, ja, Charlotte. Und Charlotte stand mal vor einer großen Karriere als Geigerin. Diese hat sie dann aber aus bestimmten Gründen an den Nagel geworfen. Und jetzt füttert sie sich halt mit irgendwelchen Kellnerjobs und was weiß ich was durch. Und dann haben wir noch unseren männlichen Protagonisten, nämlich Noah Lake. Und Noah war, ja, könnte man sagen, ein Star-Journalist und er liebte das Extreme. Er hat halt für ein bestimmtes Magazin, sag ich jetzt mal, geschrieben. Und ja, dafür hat er halt sowas wie Klippenspringen, Bungee-Jumping und was weiß ich was gemacht. Ja, und bis zu einem Unfall, wo er dann sein Augenlicht verlor und damit halt irgendwie das ganze Glück in seinem Leben. Diese beiden Protagonisten treffen aufeinander und ja, es ist richtig nach richtiger Emma Scott-Manier geschrieben. Ich finde es bis jetzt großartig, das Buch. So viel kann ich euch schon sagen. Ich denke mal, ich werde hierzu auch eine Rezension abdrehen, wenn ich es fertig gelesen habe. Es gefällt mir unglaublich gut. Es ist wieder sehr, sehr emotional geschrieben. Und ja, es kann nur gut werden. Dann zeige ich euch diese zwei Bücher einfach mal auf einmal. Denn wir haben hier Love Me Lordly Band 1 und Hurt Me Gently Band 2 von Kathi Weber beide. Hat mir auch die Autorin zugeschickt und ja, es sind super tolle New Adult Geschichten. Ich werde jetzt hier nicht auf den Inhalt eingehen und auch nicht auf meine Meinung, denn ich habe beide schon gelesen und auch hier schon auf meinem Kanal rezensiert. Also auch schaut auch super gerne da mal vorbei und ich kann euch nur so viel sagen, ich fand die beiden Bücher wirklich super und ja, ich kann es kaum erwarten, dass Band 3 endlich rauskommt, denn ja, der soll jetzt auch bald rauskommen und ich freue mich ganz, ganz irre oder ist schon draußen. Ich hoffe, ich habe es nicht verpasst, das wäre echt traurig. Dann ist bei mir angekommen vom lieben Lux Verlag Flying High von Bianca Iosovoni. Das ist der zweite Band von Falling Fast und warum bin ich nicht mehr scharf? Hallo? Ja, das ist der zweite Band von Falling Fast und ja, hier geht es weiter mit der Geschichte und ich bin super gespannt auf das Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, möchte das aber sehr bald nachholen und ich finde das Cover, by the way, wunderschön. Das passt so gut zu meinem Handycover. Ich finde das total witzig. Ja, ich finde es wunderschön und freue mich super darauf, das zu lesen. Dann haben wir ein Buch, was ich bei mir in der Meier schon tatsächlich entdeckt habe, von Tanja Wosen, My Second Chance. Es ist auch signiert. Ich freue mich immer total, wenn Bücher signiert sind. Ich denke mir dann immer so, okay, komm, wenn dir das Buch nicht gefällt, kannst du es immer noch verlosen, weil da steht ja nicht mein Name drin. Ja. Wie gesagt, ich habe von der Autorin noch nichts gelesen. Es gibt davon auch einen ersten Band, der aber nichts mit diesem hier zu tun hat. Ich habe schon viel Gutes von der Autorin tatsächlich gehört und ich habe auch schon so ein bisschen reingelesen und das gefiel mir schon sehr, sehr gut. Ich wollte das Buch ja gemeinsam mit der Vanni lesen. Ich verlinke euch ihren Kanal, aber ihr solltet sie eigentlich schon kennen, wenn ihr mich öfter guckt. Und ich finde das Cover echt schön. Es ist so schön erfrischend und sommerlich. Ich mag das sehr, sehr gerne. Das nächste Buch, was ich mir gekauft habe, ist Untäglich ohne dich von der lieben Jane, also J.S. Wonder. Ja, ihr kennt sie wahrscheinlich bei mir von Catching Beauty und Hunting Angel. Die Bücher habe ich nämlich schon von ihr gelesen und weil ich sie halt so gerne mag, genau wie Dark Prince auch, musste diese Reihe auch her, weil ich schon so viel Gutes davon gehört habe. Worum genau es geht, kann ich euch gar nicht sagen. Das ist so ein Buch, da möchte ich mich eigentlich einfach reinfallen lassen und ja, ich mag das Cover sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ich mag die Farben echt und ja, bin sehr gespannt, ob es mir so gut gefallen wird, wie allen anderen auch. Und ja, ich bin auf jeden Fall richtig happy damit. Jetzt müssen meine Bücher schon auf dem Boden landen. Es tut so weh, das auszusprechen, aber gut. Da, wo wir gerade bei der wunderbaren Jane sind, habe ich hier Hunting Angel 2. Du wirst mir verfallen. Das ist, wie gesagt, Band 2 der Hunting Angel Reihe, die ja so gesehen Spin-off von Catching Beauty ist. Ja, ich mag das Cover gerne, obwohl ich sagen muss, das dritte Cover finde ich am allerschönsten. Es ist nämlich so
grün Petrol, wenn man das so sagen kann. Ja, aber auf jeden Fall, hier werde ich euch jetzt nicht zum Inhalt sagen, denn ja, es ist der zweite Band. Ich möchte euch nicht spoilern. Dann ist bei mir vor gar nicht allzu langer Zeit eingezogen, das war glaube ich eines der letzten Bücher aus dem August, nämlich Campus Law von Katharina Mittmann, Kayla oder Kyla und Jason. Ja, ich finde das Cover wunderschön mit diesen Blättern und ja, wie der Titel schon sagt, geht es um so eine Campus-Geschichte. Ich denke mal so New Adult, so halt im Campus-Stil, fände ich auf jeden Fall ganz cool. Ich freue mich da sehr drauf. Ich liebe nämlich so Campus-Geschichten bzw. so College-Geschichten. Ach, ich mag das einfach total gerne. Ich weiß auch nicht warum. Ich fühle mich damit immer richtig, richtig wohl und kann mir auch immer alles richtig gut vorstellen. Und deswegen freue ich mich total darauf. Ich werde euch auf jeden Fall mal erzählen, wie das so ist. Ich habe bis jetzt noch gar nichts davon gehört. Ist auch, glaube ich, ganz neu jetzt erschienen. Am 2. September, meine ich. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich sehe auch gerade schon, dass es aus den Sichten von beiden geschrieben ist. Also sowohl von Kaylas Sicht als auch von Jasons Sicht. Ich bin gespannt, wie das so sein wird. Dann musste bei mir einziehen von Wiki Land und Penelope Ward. One More Kiss. Ich liebe diese beiden. Ich mag dieses Schreibduo so unglaublich gerne. Ich habe ja One More Promise und One More Chance gelesen. Fand sie beide super, super gut. Es sind halt so total tolle New Adult Geschichten mit Humor, die einfach so richtig schön leicht zu lesen sind, mit tollen Kerlen, mit starken Protagonistinnen und ja, halt auch mit Schicksalen, die immer so ein bisschen dazwischen kommen. Und wie gesagt, ich mag es total gerne, deswegen musste Band 3 sofort bei mir einziehen. Ich muss sagen, ich lese die Bücher nicht immer direkt. Ich habe den ersten, ich glaube, nach einem halben Jahr gelesen. Den zweiten hat auch noch mal ein paar Monate gedauert. Ich heb mir die immer so gerne auf. Da kommt jetzt bald noch einer von raus. Am 27.11. kommt noch One More Time raus. Und wie gesagt, ich mag die Bücher einfach total gerne und die sind einfach klasse. Also auf jeden Fall für alle New Adult Fans bzw. welche, die es noch werden möchten, ist das auf jeden Fall was. Und ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Dann haben wir Crew Tijan oder Tijan, wie auch immer, aus dem Forever Verlag. Ich habe schon ein Buch aus dem Forever Verlag hier, was ich aber leider tatsächlich noch nicht gelesen habe. Und ich lese euch hier mal den Klappentext vor, den ich ganz cool finde, der mich eigentlich auch, also eigentlich hat mich das Cover angesprochen. Ich fand das so schlicht, aber irgendwie auch so schön. Und dann hat mich der Klappentext angesprochen und beides in Kombination bedeutet natürlich kaufen. Noch nie hat Liebe so weh getan. Um in der Stadt zu überleben, in der ich wohne, gibt es zwei Optionen. Du kannst zu den Normalen gehören, Cheerleader, Sportler, Mitglied des Debattierteams oder im Jahrbuchkomitee sein. Du kannst so tun, als wäre unser Leben gewöhnlich. Oder du bist Crew. Beleidigst du uns, tun wir dir weh. Verletzt du uns, zeigen wir dir, was wirkliche Schmerzen sind. Legst du dich mit uns an, löschen wir dich aus. Mein Name ist Bren. Ich bin die einzige Frau in der Wolf Crew, der besten, wildesten und gefährlichsten Crew, die es gibt. Und wir haben eine Regel. Man darf sich innerhalb der Crew nicht verlieben. Tja, zu spät. Ich mag das. Ich mag das sehr. Ich möchte es auch sehr bald lesen. Deswegen, ich freue mich sehr. Es ist ziemlich klein geschrieben, hat über 400 Seiten. Also es ist gar nicht mal so dünn. Aber gut, das schreckt mich natürlich nicht ab. Nein, auf keinen Fall. Dann ist bei mir eingezogen, aufgrund einer Empfehlung, nämlich Izara von Julia Dippel. Die Empfehlung kam von der lieben Jennifer von dem Kanal Wortgetreu. Ich verlinke sie euch mal. Und sie hat halt immer total von dieser Reihe geschwärmt, beziehungsweise von diesem Buch geschwärmt. Und dann habe ich es angefangen auf Audible zu hören als Hörbuch in meinem Urlaub. Und ich fand es so gut, dass ich es sofort holen musste. Ich muss zwar leider sagen, dass ich bis jetzt nicht weitergelesen habe, aber das liegt keinesfalls daran, dass die Geschichte schlecht ist oder so. Ich habe nur gerade so viel um die Ohren und möchte dann halt lieber erst die Rezi-Exemplare lesen, weil die Vorrang haben. Und deswegen habe ich es nicht weitergelesen, aber bis dahin fand ich es richtig gut. Es hat mir total gut gefallen. Und ja, deswegen durfte Izara auch bei mir einziehen und ich mag das Cover. Es ist so ein besonderes Cover und das mag ich gerne. So, dann haben wir noch 4 Bücher, dann haben wir es geschafft. Außerdem bei mir eingezogen ist Perfect Mistake von Kylie Scott.
Ihr wisst, ich bin großer Fan von Kylie Scotts Rockstar-Reihe. Diese Spin-off-Reihe fand ich auch noch okay, aber jetzt zum Beispiel das letzte Buch von ihr, dieses Trust, hat mich schon ein kleines wenig enttäuscht, sag ich ganz ehrlich. Und deswegen freue ich mich hier drauf. Erstmal, ich finde das Cover wunderschön. Es ist so fröhlich und so sommerlich vor allem. Und ja, ich erhoffe mir hier eine ganze Menge. Ich weiß auch nicht, worum es hier geht, wenn ich ehrlich bin. Ja, es geht um Adele und sie muss für die Hochzeit ihres Vaters zurück in ihre Heimatstadt zurückkehren. Und es ist 7 Jahre her, dass sie fortging und jetzt trifft sie halt den Mann wieder, der ihr einmal alles bedeutet hat und ich denke mal, den sie dann auch verlassen hat. Und ja, darum geht's. Aus dem Lux Verlag. Wann habe ich das gekauft? Boah, das war mal hübsch. Ich weiß nicht mehr, wann ich es gekauft habe. Ich glaube im August. Auf jeden Fall direkt, als es erschienen ist. Und es ist auch nicht so dick. Es hat 300 Seiten, so knapp. Also ich denke mal, das kann man auch mal so ganz schnell weglesen, wenn man mal einen guten Tag hat. Bleiben wir bei Lux und bei den tollen Autoren und Büchern und was auch immer. Ich hasse den Lux Verlag, weil er macht mich immer so fertig. Sie haben so gute Bücher. Also ich hasse ihn nicht. Ich liebe ihn natürlich, aber ich hasse es, dass ich ihn so liebe. Es macht keinen Sinn, ich weiß, aber ja. Midnight Blue von Elliot Chen ist bei mir eingezogen. Dieses Buch habe ich vom Verlag bekommen, also vielen lieben Dank. Ihr wisst, ich liebe die Reihe mit, diese Wishes-Reihe. Also Wishes Love, Twisted, war das auch Twisted Love? Genau, Scandal Love und Broken Love. Ich habe Broken Love noch nicht gelesen, möchte es aber ganz bald nachholen. Es ist der letzte Band dieser Reihe und das ist halt jetzt was ganz Neues und was mit Rockstars. Und ich mag Rockstars. Alle Rockstar-Bücher, die ich bisher gelesen habe, haben mir eigentlich schlichtweg alle super gut gefallen. Und deswegen hoffe ich, dass die Autorin mich hiermit auch begeistern kann. Und zwar geht es um Alex und sie erhält ein Jobangebot. Nämlich sie soll den größten Rockstar der Welt begleiten und dafür sorgen, dass er nicht auf die schiefe Bahn gerät. Diese hat natürlich überhaupt keine Lust darauf, aber was soll man machen? Das Leben ist so hart. Ja, und die beiden, denke ich mal, verlieben sich und es knistert und ja, dieses ganze Teterete, aber ich freue mich sehr darauf. Also wirklich, vor allem, weil ich die Autorin so, so gerne mag. Sie war ja auch bei dieser Love Letter Convention, glaube ich, dabei, wo ich nicht war. Das war sehr traurig. Ich hätte mir gerne mein Buch von ihr signieren lassen. Oder meine Bücher. Aber wie gesagt, ich mag ihre Bücher so gerne. Es hat 440 Seiten. Das ist gar nicht so dünn. Aber auch das Cover. Ich mag das irgendwie richtig gern. Das hat so ein bisschen was Geheimnisvolles, finde ich. Es ist irgendwie besonders. Dann haben wir Love Me in the Dark von Mia Escher aus dem KISS Verlag. Ich habe aus dem KISS Verlag ja die Prince of Passion Reihe gelesen, die ich absolut klasse fand und absolut empfehlen kann. Und ja, deswegen möchte ich auch dieses Buch unbedingt lesen, nämlich Love Me in the Dark. Es geht hier um Valentina und Valentina reist nach Paris. Und dort trifft sie auf einen Fremden und ich glaube, dieser küsst sie, damit sie auf dieser Vernissage bleiben darf. Und da kommen dann natürlich ganz viele Gefühle in ihr hoch und sie fühlt sich zu ihm hingezogen und das alles. Aber das Problem ist, sie ist einem anderen versprochen und dieser lässt auf keinen Fall von ihr. Und ich mag sowas. Ich mag sowas gerne. Deswegen freue ich mich sehr darauf. Ich habe auch schon vieles gehört. Es ist auch gar nicht so dick, es hat nur 300 Seiten. Ich denke auch, dass, wenn es mir so gut gefällt wie Prince of Passion, werde ich es in einem Rutsch ganz schnell durchlesen. Und ja, genau. Und als allerletztes, wo wir gerade auch beim KISS Verlag sind, ist bei mir eingezogen Prince of Passion Logan. Übrigens habe ich die beiden KISS Bücher auch vom Verlag zugeschickt bekommen. Also vielen lieben Dank. Und ich habe Prince of Passion Logan schon gelesen und ich mochte es auch wieder sehr gerne. Ich verrate nicht zu viel, weil dazu eine Rezension online kommt. Genau. Und ja, wie der Name schon sagt, es geht hier um Logan. Logan ist der Bodyguard dieser beiden Prinzen, um die es in den vorherigen Bänden ging. Und ja, wie gesagt, ich mochte es gerne. Ich fand die Reihe allgemein toll. Ich freue mich jetzt auf den vierten Band. Es kommt nämlich ein vierter Band raus, der nämlich die Vorgeschichte ist. Nämlich da geht es um die Queen und darauf bin ich sehr gespannt. Ja, genau. Und das, meine Lieben, waren meine Neuzugänge. Wuhu, geschafft!
Es ist wieder ein sehr langes Video, das weiß ich jetzt schon. Aber gut, ich wollte sie euch alle zeigen und ich weiß, dass ihr Neuzugänge-Videos sehr gerne mögt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was bei euch so eingezogen ist. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!